Hallo liebe Freunde, in diesem Video erfahren Sie, wie Sie das BIOS aktualisieren und ob es sich lohnt. In meinem vorherigen Video mit dem Titel Wie ruft man BIOS oder UEFI auf, habe ich erläutert, was BIOS und UEFI sind, welche Arten von Firmware es gibt, wie BIOS oder UEFI aufgerufen werden und wie ein Computer von einem USB-Stick oder einer DVD gebootet wird. Link zu diesem Video finden Sie in der Beschreibung. Mit Hilfe dieser Anweisungen können Sie das BIOS von AMI Phoenix Everest auf Ihrem Computer oder Laptop aktualisieren. Asus, HP, Lenovo, MSI, Acer, Samsung und so weiter. Diese BIOS werden von Herstellern von Motherboards wie Asus, Gigabyte, MSI, EVGA, Intel, ASRock und so weiter verwendet. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. In welchem Fall müssen Sie das BIOS aktualisieren? Wenn Ihr Computer problemlos funktioniert und auch alle an Ihren PC angeschlossenen Geräte keine Leistungsprobleme aufweisen, müssen Sie das BIOS nicht aktualisieren. Wenn Sie einen relativ alten Computer haben und ein Gerät nicht richtig anschließen können, kann dieses Problem möglicherweise durch Aktualisieren des BIOS behoben werden. Wenn Windows 8 oder 10 auf einem alten PC installiert ist, kann das Problem möglicherweise durch Aktualisieren des BIOS behoben werden, wenn einige Treiber nicht ordnungsgemäß funktionieren. Wenn Sie versuchen, Windows 10 auf einem alten Computer zu installieren, kann es vorkommen, dass der Bildschirm im ersten Fenster nach dem Hochfahren des Computers einfriert und die Installation des Systems nicht mehr möglich ist. Ich bin zuvor persönlich auf dieses Problem gestoßen. Und Ihre Lösung bestand darin, BIOS auf die neueste Version zu aktualisieren. Ich möchte sofort darauf hinweisen, dass das Aktualisieren des BIOS ein sehr riskanter Prozess ist. Wenn ein Fehler auftritt, ist es viel schwieriger, die Situation zu beheben, als Windows neu zu starten. Laden Sie vor Beginn des Upgrades den Laptop-Akku vollständig auf oder verwenden Sie eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für den Computer, um sich vor einem plötzlichen Stromausfall während des Upgrades zu schützen. Wenn Sie das BIOS dennoch aktualisieren möchten, müssen Sie zunächst den Namen und das Modell Ihres Motherboards sowie die aktuelle BIOS-Version ermitteln. Wenn Sie einen zusammengebauten Computer oder Laptop eines bekannten Herstellers, zum Beispiel Dell, HP, Acer, Lenovo und so weiter haben, müssen Sie anstelle des Namens des Motherboards das Modell Ihres Computers ermitteln. Der Name des Motherboards kann auf verschiedene Arten gefunden werden. Die erste Möglichkeit besteht darin, einfach die Abdeckung des Computergehäuses zu entfernen und das Motherboard selbst zu betrachten. Wie Sie dem Beispiel entnehmen können, handelt es sich um eine riesige Inschrift in der Mitte des Motherboards. Die zweite Möglichkeit ist, Win plus R zu drücken und MS-Info 32 einzugeben. In den Zeilen Mainboard-Hersteller und Mainboard-Modell finden Sie den Namen und das Modell Ihres Motherboards. Hier müssen Sie auch die aktuelle BIOS-Version ermitteln, die auf Ihrem PC installiert ist. In der Zeile BIOS-Version finden Sie diese Informationen. Falls Sie das Modell Ihres Computers oder Laptops nicht kennen, finden Sie diese Informationen auch in den Zeilen Hersteller und Modell. Die dritte Möglichkeit, den Namen und das Modell des Motherboards herauszufinden, besteht darin, die Befehlszeile zu starten und die nächsten beiden Befehle nacheinander einzugeben. Diese Befehle finden Sie in der Beschreibung unter dem Video. Mit dem ersten Befehl können Sie den Namen des Motherboards ermitteln, mit dem zweiten den Namen des Modells. Geben Sie unter Verwendung des Namens und des Modells des Computers eine ähnliche Abfrage in die Suchmaschine ein. Name des Motherboards, BIOS Update. In Ihrem Fall kann dies auch der Name und das Modell des Motherboards sein.
Wir gehen zur ersten gefundenen Seite und sehen uns deren Inhalt an. Hier kann ich das neueste BIOS für meinen Computer herunterladen, indem ich auf Datei herunterladen klicke. Außerdem können Sie frühere BIOS-Versionen und unterstützte Systeme anzeigen sowie Installationsanweisungen und wichtige Informationen lesen. Wenn Sie überzeugt sind, dass Sie diese BIOS benötigen, laden Sie diese Datei herunter. Sie können das BIOS im DOS-System, im BIOS selbst oder in der Windows-Umgebung aktualisieren. Ich empfehle die Aktualisierung in der Windows-Umgebung, da dies der einfachste Weg ist, um zu verstehen, dass auch Anfänger damit umgehen können. Ich möchte darauf hinweisen, dass diese Programme je nach Hersteller des Motherboards und Modell des Computers sehr unterschiedlich sein können und die Aktionen, die zum erfolgreichen Aktualisieren des BIOS ausgeführt werden müssen, auch sehr unterschiedlich sein können. Lesen Sie die Anweisungen daher vor dem Aktualisieren sorgfältig durch, die auch auf der Webseite zu finden sind. Schließen Sie daher alle Programme, die Sie schließen können, und führen Sie die heruntergeladene Datei aus. Danach wird ein Warnfenster angezeigt, in dem darauf hingewiesen wird, dass der BIOS-Aktualisierungsvorgang ausgeführt wird und Sie alle geöffneten Dokumente und Programme schließen müssen. Sie können diesen Vorgang nicht unterbrechen, nachdem Sie den Computer gestartet und vom Netzwerk getrennt haben. Wenn Sie diesen Vorgang unterbrechen, ist es wahrscheinlich, dass Ihr System nicht mehr funktioniert. Klicken Sie auf OK. Es wird erneut ein Warnfenster angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob Sie das BIOS-Update fortsetzen möchten. Außerdem wird eine Liste der Unterschiede zwischen dem installierten BIOS und der neuesten Version angezeigt. Klicken Sie auf OK und der Vorbereitungsprozess für Update wird gestartet. Nach Abschluss wird der Computer neu gestartet. Unmittelbar nach dem Neustart beginnt der BIOS-Update-Vorgang, der in meinem Fall einige Sekunden dauerte. Nach Abschluss des Vorgangs wurde ein Bericht angezeigt, dass Update erfolgreich abgeschlossen wurde. Außerdem wurde das System neu gestartet und der Desktop nach Abschluss gebootet. Es waren keine zusätzlichen Schritte erforderlich, um das BIOS zu aktualisieren. In einigen BIOS-Versionen funktioniert das Aktualisieren der Firmware unter Windows nicht. Sie werden vom BIOS selbst aktualisiert. Diese Aktualisierungsmethode ist in UEFI besonders verbreitet. So ist beispielsweise in Gigabyte UEFI Dual BIOS ein Firmware-Tool in der Firmware selbst erhalten. Es heißt QFlash. So aktualisieren Sie BIOS mit Hilfe dieser Methode. Laden Sie die BIOS-Update-Datei von der Webseite des Herstellers herunter. Speichern Sie die BIOS-Setup-Datei auf einem USB-Stick oder einer Festplatte und schließen Sie sie an den PC an, dessen BIOS Sie aktualisieren möchten. Bitte beachten Sie, dass ein USB-Stick oder eine Festplatte das Dateisystem FAT32 oder FAT16 verwenden muss. Starten Sie danach das System neu und rufen Sie das BIOS UEFI Ihres PCs auf. Suchen Sie dort das QFlash-Menü und gehen Sie drauf ein. Wählen Sie im QFlash-Hauptmenü BIOS von Festplatte aktualisieren. Wählen Sie FlashDisk die BIOS-Update-Datei. Wählen Sie FlashDisk und die BIOS-Update-Datei. Wenn die Meldung "Möchten Sie das BIOS wirklich aktualisieren?" angezeigt wird, wählen Sie Ja, um die BIOS-Aktualisierung zu starten. Der Monitor zeigt den Update-Vorgang an. Wählen Sie nach Abschluss des Aktualisierungsvorgangs Reboot Neustart, um das System neu zu starten. Schalten Sie das System nicht aus und starten Sie es nicht neu, wenn das System das BIOS liest, aktualisiert. Entfernen Sie das USB-Flashwerk
Schalten Sie das System nicht aus und starten Sie es nicht neu, wenn das System das BIOS liest. Aktualisiert. Entfernen Sie das USB-Laufwerk oder die Festplatte nicht, während das System das BIOS aktualisiert. Beenden Sie nach Abschluss des Aktualisierungsvorgangs BIOS, indem Sie die geänderten Parameter speichern. Infolgedessen wird das BIOS UEFI des Computers aktualisiert. Um den Erfolg des Updates zu überprüfen, können Sie Win+R drücken, MS-Info 32 eingeben und in der Zeile BIOS-Version das Ergebnis anzeigen. Dies waren die wichtigsten und am häufigsten verwendeten Methoden zum Aktualisieren des BIOS. Auf verschiedenen Computern kann sich die Aktualisierungsschnittstelle unterscheiden. Das Prinzip ist jedoch in etwa dieselbe. Probieren Sie es aus. Ich hoffe, Sie verstehen das Prinzip der Aktualisierung des BIOS. Wenn Ihnen Video dieses gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal und Daumen hoch. Wir beantworten gerne alle Fragen in den Kommentaren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss.